Da, da ist noch ein Sternteil hier anquatschen. Los. Geht doch. Passiert jetzt irgendwas? Verstanden, Sri. Und danke. Wir übernehmen das jetzt. Aha. Kommandeur, geht ihr bitte vor? Ja. Wir müssen ins Wasser und uns von der Bucht her... Oh, ich will nie ins Wasser. Taichi, warte, ich warte hier, ja? Na, keine Antwort nehme ich jetzt auch mal als... Haie. Zombie-Haie und eklige andere Krabbeltiere. Okay, mir ist kalt, ich krieg schon blaue Lippen, ich gehe wieder raus, ja? Nüster! Was ist denn hier? Warum stirbt denn das nicht? Ach so. Was? Möge es aufhören, ins Mikro zu furzen. Mein Kollege hat gerade nochmal geschnaubt. Ich hatte schon die Hoffnung, es ist jetzt Stille. Aber naja, ist egal. Jetzt sind die Türen zu, jetzt wird alles gut. Oh, wir verlassen den Instanzbereich. Scheiße. Ich schwimme dir blind hinterher. Naja, damit du auch ja nie aus dir um die drum rumschwimmen kannst, ne? Ja, ja. Schwimmen dir blind hinterher. Ja, du bist doch dumm. Hä, wo sollen wir hier hin? Immer im Wasser lang oder was, ja? Na, dahin zu dem grünen Stern hin. Ach ja, da ist ja. Da ist ja was. Lobster Gorni. Dieses große Vieh ist was von uns, wa? Ja, ich glaube. Ich halte das irgendwie immer für einen Gegner. Der gehört zu uns. Oh. Ekliges Gebratze. Alter, die lasst mich immer weiter nach unten sinken. Ihr seid doch hässlich. Lasst mich wieder hoch. Haben wir. So, hier jetzt auf die Steine drauf, denk ich. Dann kommen wir hier raus. Na, wird doch Zeit. Einen Moment. Wir sollten uns hier sammeln, bevor wir die Klippe raufgehen. Ja, ja, dann sammeln wir uns halt erst nochmal. Sind alle zusammen. Alle da. Widersprechen? Eine Invasion. Sind wir nicht die Invasoren eigentlich? Nein. Was ist das? Eigentlich greifen noch wir. Was? Oh, oh. Roter Kreis. Wir rennen jetzt einfach mal da hoch. Achso. Ja, ich bin dabei. Dass wir uns jetzt da hochprügeln. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ja. Aber viel Zeit zum Ausweichen lassen sie einen nicht. Also nee. Musst du schon echt schnelle Reaktionen haben. Jupp, endlich. Dort noch irgendwelches Zeug. Ach, Spinnen, oh Gott, ich hasse Spinnen. Was hab ich eigentlich noch für eine Waffe? Ist Schnee. Wir müssen wohl den Veteran hier oben machen. Nee. Irgendeinen Bogen habe ich noch, aha. Interessant. Ja, wusste ich ja gar nicht. Ja, Bogen nehme ich immer nie, weil der hat so eine blöde Fähigkeiten. Bei denen dürfte es jetzt nicht groß stören, weil der immun gegen Rückstoß ist, aber...
Im Pfeil mache ich mich unsichtbar, der andere ist zum Rückstoßen, das ist halt kacke, das nervt alles. Ist wohl mehr so PvP. Dann habe ich eh ein AOE-Damage-Teil und dann noch so ein bisschen Krams. Oh, oh, Gegner. Hier die Hansel besiegen müssen wir. Roll halt. Der Tod schleicht sich heran. Hui! Danke, Will. Immer ungern. Ich weiß. Nutzt ja nichts. Wie kann denn bitte ein Hologramm sterben? Nee. Oh, oh. Da ist noch ein Veteran, der wirft Steine. Ach, der ist die Sau! Der ist der Pimmel, ne? Ich komm hier hoch! Das dreckige Schwein! Was soll das? Ah, halt dir das erlaubt? Dafür musst du bluten! Möge er bluten. Wisst ihr, was jetzt mache? Wisst ihr, was jetzt mache? Ich block den nächsten Angriff. Haha, geblockt! Oh, da schleudert er mich weg. Batsch, tot. So, müssen wir da rein? Ich glaube, wir müssen da rein, wa? Ist eine Sehenswürdigkeit. Oder wir gehen da hoch. Ne, wir gehen mal weiter hier hoch. Okay. Was ist das für ein Gekrabbel? Hier kommt bestimmt gleich Spinnen. Och nö. Bin, haha, ganz viele. Wir halten nicht aus. One okay. Hit! One ja. Hit! Ist auf Ene. Ah ja, da wird hier oben bestimmt dann gleich die Mutti kommen oder so. Wetten, hier kommt dann kleine Spinnmutti. Ja, ich denke fast. Oder so ein Typ mit einem goldenen Teil um sich rum. Oder so ein Typ mit einem goldenen. Aber es ist halt der Spinnenfürst. Ja. Ich versteck mich. Ja, dann wird's ja jetzt nochmal lustig. Ja, ich muss ja sagen, die Story habe ich ja selber nie gemacht. Ich glaube, damals habe ich selber die Agenten da gerettet. Ah, okay. Deshalb wolltest du so unbedingt das jetzt machen. Alles klar, alles Eigennutz. Nö, nicht unbedingt, aber es klang halt lustiger. Oh, ich sterbe. Woo-hoo. Wo ist denn der Horst? Ach da. Der Spinnenhorst. Oh, ich werde sterben. Oh, ich liege, Marius. Drück F. Oh mein Gott. Ich bin irgendwie eingesponnen. Wir hatten ja wieder fast volles Leben. Ich weiß es nie. Und ich sterbe auch. Alter, what the fuck? Töte eine von den kleinen Spinnen. Nee, hat leider nie geklappt. Alter, was? Die machen einen Haufen Schaden, die kleinen Dinger. Ja. Sind so viele. Und noch eine große holographische.
Das ist jetzt der Spinnenfürst, ah ja. Wo ist denn der letzte Checkpoint? Ich bin da ganz vorne, muss wieder durchs Wasser schwimmen, aber ich glaube, die sind noch nie respawned. Doch, sind sie, klasse! Und diesmal sind wir aber auch alleine, ne? Diesmal sind ja unsere Dudes nicht mit dabei. Kann ich irgendwie oben rum? Nee, ne? Ich glaube nicht, oder? Warte, das wir können mal gucken. Ich glaube nicht. Wäre wohl zu einfach. Nicht so richtig, ne? Naja, hier hätten wir mal bloß eh einen Hai wenigstens. Den kriegen wir ja schnell weg. Irgendjemand ist doch jetzt hier, gelehrter Tintenblut. Oh ja, wenigstens was. Da kommen wir lang. Unter Umständen klappen. Ein Stückchen zumindest. Ah ja, gehen wir mal hier ins Wasser rein. Ja, hier ist nicht. Hier scheint es halt drum rumschwimmen zu können. Hihi. Ah, hier sind auch keine Gegner, wir können hier durchschwimmen. Ja, weit ist ja auch nimmer. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir den Dude da töten. Draufprügeln, der hat ja nur noch ein 4/5 Leben. Ja, aber die Spinnen da halt. Ja. Der hat uns ganz schön gebumst. Ja, ja, das ging ganz schön schnell dann auf einmal. Ach, die kämpfen ja immer noch. Na, drauf da. Mal drauf da. Oh, der hat mich rangezogen und eingesponnen. Ist nicht so geil. Nein, das gibt's doch nicht. Diese Spinnen, ey. Wir haben Leben und gleich wieder tot bestimmt. Oh, ich bin auch tot. Na komm, töte es halt. Ich krieg auch keinen Cast durch oder so, wenn man immer irgendwie abgebrochen wird. Ah, es kam der Ultimate Cast durch und ich bin tot. Ganz. Ach, Kacke. Ja, ich werde jetzt auch wieder komplett sterben. Alter, diese Spinnen. Jupp. Nerv. Also nochmal hinbotten. Ah, die machen ja echt. Ja, weil das ja auch so viele sind, ne? Aber zum Glück wird er nie wieder vollgeheilt. Nee, na weil er zum Glück im Kampf bleibt. Würde der nicht im Kampf bleiben, hätte ich schon wieder einen Zappen. Jetzt nicht hier lang. Dann hätten wir einen Zappen, das ist richtig. Wo können wir uns durchsterben? Ja, ja, müssen wir halt dann am Ende die Rüstung reparieren, kostet ja eh nichts. Fuck, was ist denn so fuck, Trissi? Wollte er nicht Mathe machen? Ja, aber wo er gesehen hat, dass wir anfangen mit Guild Wars spielen, dann wollte er dann doch nochmal. Dann war's vorbei mit Mathe. Wir wollen jetzt aber nie, dass du hier wegen uns morgen Anschluss in der Schule kriegst, ne? Dass du deine Mathehausaufgaben nie gemacht hast. Oder dass du irgendeine Arbeit verkackst oder was auch immer. Ne? War ungeil. Wir wollen nicht schuld sein. Sind wir eh nicht.
Wir können ja nichts für seine Disziplin. Ja, das haben wir nicht, glaube ich. Dann sind hoffentlich die Spinnen auch weg jetzt. Naja, und wenn nicht, dann sterben sie ja gleich mit. Ja, die müsste halt auch noch schnell töten. Das geht jetzt ratzfatz. Jetzt sind wir da. Kommen wir wenigstens keine neuen mehr. Ja. Ist noch eine Veteranspinne, die hat genervt. Ach, die Kleine da! No. Hässlicher Mongo! Nee, nicht mal, guck mal, ich kämpfe ja gerade auch noch gegen eine. Ach so. Ich habe gerade auch eine getötet. Da waren übrigens viele Veteranspinnen ja noch dabei. Krasser Mist. Disziplinstandarte aufbauen, ja genau, dann können wir deine Disziplin heben, das stimmt. Ich glaube, du sollst hier den Fluxgenerator reparieren. Warte, wie auch neue Fluxgenerator, den da! Einfach draufhauen! Total draufhauen. Ah, das hätten wir. Läuft! Läuft, das draufhauen bringt halt doch was. Ja. Resultat. Das ob ich das mit meiner Tastatur auch mal probieren soll? Ja, vielleicht. Kannst du mit meinem Handy auch mal probieren, mit dem Display. Könnt den Sprung größer machen. Mhm. Das war ein harter Aufstieg. Die Auferstandenen meinten es mit der Verteidigung der Leuchttürme ernst. Gut gemacht, Alemann. Das nächste Knochenschiff, das dem Leuchtfeuer folgt, erlebt eine Überraschung. Jetzt heißt es abwarten. Wir treffen uns am Sammelpunkt, sobald unsere Späher ein Schiff sichten. Bis dahin, weggetreten. Weggetreten! So, Sotti, habt ihr Ärger mit dem Verschlussinterface? Ich könnte euch bei einer Flasche Turomba-Apfelwein Nachhilfe geben. Nachhilfe? Ich? Ihr? Ich meine, behaltet eure Hände bei euch, Holomantin. Und nennt mich nicht Sotti. Das ist peinlich. Ui, ihr seid wirklich herzallerliebst, wenn ihr euch aufregt. Eine Schande, dass es nicht öfter passiert. Aha. Oh, neue Schuh-Schuh-Schuh-Full-Turn. Neue Schuh-Schuh-Schuh-Schuh-Schuh. Schultarm. Erstmal die Farben anpassen da. Ah, okay. Nehmen wir das. Nehmen wir das. So. Seltene Beute. Morgen ist schon der... Welcher ist denn morgen? Der zweite, ne? Da. Ja, 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 ja. Ja, ja. Karamellfarbe habe ich gerade. Karamellfarbe. Der zweite also, naja. Da muss die Aline nämlich ins Krankenhaus. Wieso ein Ditte? Die hat irgendwie im Hals eine geschwollene Zyste oder so. Schon länger. Also klingt jetzt nicht nett. Ja, ist schon länger. Ist schon von einem Jahr diagnostiziert worden. Ist also jetzt nicht akut, das wird halt einfach rausgemacht, das Ding morgen. Okay. Ist ja 3 Tage im Krankenhaus. Und gut. Also ich glaube, wir können gleich wieder zum Anfang laufen. Ich glaube, wir... Scheint da weiterzugehen. Ja. Oh, sieht jedenfalls danach aus irgendwie. Scheiße, ich sterbe hier doch 1000 Tode, wenn ich hier runterspringe. Warte, warte. Wollte er nicht direkt ins Kamikaze! Wasser? Kamikaze! Ah, geht's ja. Überlebt. Ja, klar. Wasser halt. Ja, ja, ich wusste ja nicht, wie tief das Wasser ist. Wenn es nicht tief genug gewesen wäre, wären wir auch gestorben. Bei ein bisschen sinkst du ja nochmal nachher ein. Ja, Aline ist eine Freundin aus unserem Privatleben. Ich bin
Deswegen. Eigentlich hätte ich es gar nicht erzählen sollen wahrscheinlich, aber es heißt es. Ist ja auch egal. Meine Fresse. Das wird sie nie erfahren. Ach nee, es geht ja wohl doch nie weiter. Schade. Tristan kennst du doch eh nie. Und nö, die kennen sich gegenseitig nicht. Alles gut. So, wo muss man hin? Und daher. Da lieber müssen wir te. Ach, okay, die Richtung. Na dann gehen wir doch mal dahin. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie wir da am besten hinkommen. Wir müssen bestimmt am Strand lang schwimmen. Ja, oder unten rum. Unten rum, so, Marius. Schwimmen wir halt hin. Hier gibt's irgendwo einen Weg, eine Wegmarke. Witcher wollte ich halt auch noch weiter spielen, eine Runde. Die drei? No. Das habe ich auch schon seit Release, aber bin noch nie durch. Das habe ich seit Release und habe vielleicht bisher eine halbe Stunde gespielt. Batman ist doch jetzt auch wieder, ne? Das soll doch wieder laufen jetzt. Ja, aber wohl auch immer noch nicht ganz so prickelnd, aber ja besser. Also ich meine, was haben die rausgehauen? Erst kam 2,4 GB Update und danach nochmal 8,5 GB. Krass. Haben also quasi das Spiel ausgewechselt. Ja. Und ich glaube damals hier kurz mit, schnell. Komm mal her. Schnell. Der kämpft schon. Der Heldenpunkt. Schnell. Ich hab ihn aber auch nie gekommen. Der lebt ja noch, gell? Wir wissen nicht, was wir machen müssen. Wer ist es nie? Kennen wir einfach alle. Ist das hier gar nie oder so? Wir töten jetzt einfach alles, dann müssen wir es am Ende bloß ansprechen oder so. Oh. Okay, kommunizieren. Schön. Eierchen, mach's gut. Trissi, schlaf gut. Ciao. Ab ins Eierchen. Ins Neste. Die Koje. Eier, Bubu machen. No. Jetzt müssen wir da oben hin, bestimmt. Möglich, aber eigentlich ja nicht, oder? Wir wollen auf ein Schiff drauf. Ja. Na. No. No. Nee, ist hier unten, aber wir holen erstmal die Wegmarke da hinten. So eklige Tiere hier. Badum. Badum. Kaperung der Todesschiffe. Hallo? Sind wir jetzt drin? Ja. Sind wir schon drin? Ihr gebt die Richtung vor, ich folge euch. Das ist aber kein Schiff. Also, will ich ja nicht enttäuschen. Ach, das, damit wollen wir also Zeit an ein bisschen dezimieren. So ist das. Das ist also ein Todesschiff, ja. Kommandeur, freut mich, euch zu treffen. Marius, lass uns auch ein Todesschiff bauen. Der sieht aus wie Bilbo Beutlin. Der Junge zum Einsatztrupp? Stimmt. Meine Frau und ich segeln einen Klipper aus Löwenstein. Wir wurden vom Pakt für eine Sondermission herangezogen. Das Steuern der Knochenschiffe. Niemand hat erwähnt, dass sie schon eine Besatzung haben. Sie sind derzeit noch bemannt, aber darum kümmert sich mein Einsatztrupp. Er wird die Auferstandenen ausschalten und die Schiffe abliefern. Ja, genau. Der Einsatztrupp. Jetzt hör mal zu, Mädchen. Ich kann eine Bantum durch einen Wirbelsturm steuern. Ich kann alles steuern. Steck deinen Zahnstocher in eine Schildkröte und ich bringe uns nach Kanter. Ich hoffe, ihr habt recht. Ellie, das macht man aber nie. Bei der Übernahme dieser Schiffe zu helfen? Wir operieren mit 100% Effizienz, Reckin. Ignoriert diese Spur von Grün an Ellies Ohren. Ich versichere euch, Asura werden nie seekrank. Ich aber. Ich bin Silvari. Ne? Katzen und Wasser ist eigentlich auch nie so, ne? Nee, ich weiß, du musst gleich springen und kratzen und ich bin ja. Fest. Nein, Alter, nein!
No, 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 no. Oh mein Gott, Arsch. Oh, ey. Ich kann doch nicht aufs Schiff drauf. Ich war fast oben. Verdammt. Ah, ich bin... Ach so. Was durchgekriegt. Ich dachte, ich wäre cool und hätte es geschafft. Nee, Maya, es tut mir leid, du bist ziemlich uncool. Okay. No, 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 no. Oh, geil, diese Katze immer wieder. Oh ja. Ich fall gleich um, Marius, ich fall gleich um. Ich lebe noch. Oh, ich fall gleich um, ich fall gleich um. Oh, 6, 6, 6. Fernseherchen habe ich mir jetzt auch gekauft. Oh, schick, schon, schick. Ne? Ja, 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 ja. Aber was für ihn eigentlich? Sony irgendwas. 43 Zoll. Oh. War halt im Mediamarkt Saturn der letzte gewesen. Ausstellungsstück quasi. Und da haben sie uns 200 Euro verbilligt. Oh, sehr schön. Deswegen ganz gutes Teil, denke ich, passt. Leider noch kein 4K, aber naja. Ah ja, Wayne, so viele 4K-Filme gibt's eh noch nicht. Ja, aber Netflix halt, ne? Ja, Gott. Man kann nicht alles haben. Nee. Aber es sieht auch mit Full HD ganz gut aus. Sieht's gar nicht mal so scheiße aus, ne? Gibt Schlimmeres. First World Problems. Leider Kill 4. Ja, genau. Bleiben noch drei. Die Auferstandenen machen es uns nicht leicht. Wollen wir jetzt hier einfach das Schiff nehmen und fahren? Wie ist denn gerne Mann. Leicht, Liebchen? Wir brauchen alle Schiffe. Wir Kiel holen sie mit ihren eigenen Tauen. Sollen wir jetzt da rüber levitieren oder was? Reckon Jane bereit für den nächsten Plankengang. Wie kommen wir jetzt darüber? Achso, die macht eine Planke. Wo hat sie die Planke drinstecken? Das will sie dir nie so sagen. Bestimmt rutschig jetzt. So im Dezember werde ich dann anfangen, Terrarium zu bauen. Ach ja, stimmt, du wolltest dir ein Äxtchen holen. Genau, zwei Leopard-Geckos. Wahrscheinlich. Die gefallen mir. Da gibt's voll coole, die sind total orange, die sehen dann aus wie Glumanda. Glumanda! Geht denn hier ab, verdammt? Komm, los, stirb. Danke. Ledig. Wow, wow! Irgendwie habe ich mich gerade zu weit in die falsche Richtung oder was auch immer. Da ist noch einer. Next. Kommt noch ein Captain. Ja, kacke. Wäre ja zu leicht. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn wir schon mal geschafft hätten. Ja. Boom.
Stirb. Gut, danke. Bei diesen Kreaturen. Okulardrüsen. Bei allem Respekt, Agent. Mich kümmert nicht, was Sie sehen. Ich will Sie tot haben. Sie haben die Leuchte. Gehen wir jetzt schon auf das dritte Schiff, oder? Ja. Ach, egal. Die Planke, bitte. Wahrscheinlich in die Richtung. Ach so, da gibt's sogar noch ein viertes Schiff. Ah, scheiße. Ja. Dann teilt die scheiß Planke dahin. Wo geht denn das jetzt lang hier? Reißt ihr die eigentlich hier aus dem Boden, aus dem Deck raus? Oder wo bringt die immer her? Pass auf, sie kriechen außen am Rumpf hoch. Sollen sie halt machen. Sollen sie halt am Rumpf hochkriechen. Ach, im November kommen jetzt auch so viele Spiele raus. So viele schöne. Ach so, was kommt denn so? Das Anno zum Beispiel. Dann Fallout. Star Wars. Ah ja, Star Wars, stimmt. Ja, so viele. So viel Geld, was da wieder. So viel Zeit. So viel Zeit. Magic. It's magic. Oh, sind die nervig. Können die mal alle tot sein jetzt bitte kurz? Ja. Schön wär's. Also bestimmt hier auch gleich noch ein Captain, oder? Ja, da ist er ja schon. Captain Yee. Na gut, mein Geist werde ich mir für das letzte Schiff aufheben. Ja, wo ist der denn jetzt im Boot? Hä? Da unten. Immer noch Edarinos gespawnt oder was? Ja. Oh, hässlich, da musst du erstmal weggepokt hier. Watz. Oh, morgen mal wieder in den Pub gehen und Burgerchen essen. Nom nom nom. Ich hoffe, der hat morgen offen, weil Bums ist abends ja wieder. Besorgte dumme Bürgerveranstaltung. Ach, die besorgten Bürger, nein. Oh, der hat mich ins Wasser geballert. Das ist eine Frechheit. Wo kommst du denn jetzt wieder raus? Nee, der hat mich gerade automatisch wieder hoch aufs Schiff geportet. Da geht's ja. Verließ Ratasum, um Gladiator zu werden. Ganz ruhig, meine Liebe. Gebt jetzt nicht auf. Was würden eure holographischen Fantasiefreunde ohne euch machen? Reckin Eili, bitte legt die Planke aus. Ich schulde diesen Auferstandenen einen Tiefschlag. Wo geht's denn jetzt hier rüber, oder was? Ja. Keine Ahnung. Ja, da hinten macht sie. Es ist ja dann wohl das letzte Schiff hier, oder? Ich denke mal. Nicht ins Wasser fallen. Ich hab mich erst vor einem Monat gewaschen. Seht mal, Fell. Jemand hat einen Arm liegen lassen. Darf ich mal kosten? Nom nom nom. Balthasars Hunde. Sie sind in der Takelage. Seht da oben. Oh, wow, die sind von oben runtergesprungen. Mensch. Das sind doch aber Hülek. Und keine Hunde.
So, diese, die lügen schon wieder in einer Tour. Ey, nicht umwerfen, das ist unnett. So, 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 noch ein paar Hühle klatschen, dann geht's. Ja. Weil ja nach der Phase sollte ja dann der Boss kommen. Ich hab diesen blöden Arm aufgehoben. Lol, kannst du damit zuhauen? Ne, der hat jetzt so Gas gemacht hier. Nur danke, vergiftest uns alle. Ach, wie viel denn noch? Oh, da kommt ein Boss. Ist doch schon der Dicke vom Dicken. Ja. Was wollen wir eigentlich mit diesen hässlichen Schiffen? Haben die Menschen keine Besten? Ja, bestimmt voll die Feuerkraft. So sehen sie aus. Die fallen auseinander. Die brennen gut wahrscheinlich. Na, das Ding ist aber, wir können halt mit diesen Schiffen extrem weit vor die Tore von Zeitan fahren, ohne dass er uns bemerkt. Ja, wahrscheinlich, ne? Sehe ich ein. Jetzt verblute doch endlich, meine Fresse. Nee, heute nie. Heute nicht. Geschafft. Geht doch. Diese Knochenschiffe sind morsch, verrottet und voller Löcher, aber seetüchtig. Solange wir nicht nach Elona segeln wollen, reichen sie. Nicht nach Elona, nur in die Stadt Ara, direkt im Schlund des Drachen. Wann können die Schiffe bereit sein? Hängt von Eili und Sot ab. Ich schwöre. Und von Gandalf. Wie Norden streiten wie Eheleute. Ihr bekommt alle Hilfe, die wir entbehren können. Oh, sind wir jetzt golden, ja? Tyria verlässt sich auf uns. Oh ja. Wir werden uns beeilen, Kommandeur. Ich hab irgendein Tiefgold bei mir gefunden und hab einfach mal alles Gold gemacht. Dudli, dudli, dudli. Hä? Rückenplatte des Wüter. Ist das ein Umhang, kann das sein? Ja. Mal ist auch ein Rückengegenstand, ja. Auch schon seit Millionen keine mehr bekommen. Seltene Beute. Und noch ein Amulett. Aber das hat nichts. Kann man was reinsockeln. Nee, irgendwie. Ach, keine Ahnung. Sieht man jetzt diesen Rücken vielleicht auch mal? Nee, ne? Den sieht man nie. Den musste bei H. Ach, muss man denn anschalten? Ausrüstung. Aber bei mir ist er an, aber ich sehe nichts. Dann sieht man wahrscheinlich nur Special-Rücken, die man bezahlt hat. Ja, oder es sieht man. Nee, es gibt ja echt welche, die man noch sieht. So, ich hatte mal so ein Buch so vom verrückten König, das hinten die Fratze von dem drauf hatte. Das hat man gesehen, aber den irgendwie, keine Ahnung. Schade. Vielleicht ist der nicht zum Sehen gedacht, so raus hier. Na gut. Sind wir denn da jetzt endlich in Ohr? Bei Zeitan. Am Ende. Ich weiß es nicht. Nein. Wir sollen die südlichen Docks angreifen. Na gut. Machen wir das noch, Marius? Machen wir. Sag dein Plattenspeicher. Passt schon bestimmt noch. Gut, wo müssen wir hin? Ach, was da runter? Ist ja eine Frechheit. Ich hab mich ins weiter geportet.
Wie, wohin hin? Achso. Zu dem, den wir hier haben. Wow. Marius, das ist ja... Mensch. Das hat niemand geladen. Begeistert. Nee, stimmt, hat's nicht. Okay, Verteidigungsgeschütze. Unsichtbar geworden, plötzlich. Waypoint freigeschaltet. Achso, war gar nicht so weit. Ich weiß nicht, wo ich bin, oh mein Gott. Achso, wir müssen ja noch durch ein Portal durch. Ah. Fluchküste. Oh, Omnombeeren. Dankeschön. Und Candykorn, das ist wichtig. Ist es das, ja? Ja, weil zur Zeit zu Halloween kannst du dann nämlich für, ach was weiß ich, wie viele Candycorn-Dinger Kolben draus machen. Und von 20 so einen Kolben oder so kannst du dann nämlich Rucksäcke holen, also Taschen holen mit 20 Platz drin. Ah. So, wie komme ich jetzt zu dem Portal, wo du durchgegangen bist? Essige Scheiße, Mann! Hallo? Danke? Dahingehen muss auf der Karte eingezeichnet ist quasi. Ja, ach nee, ich muss irgendwo hoch und ich bin halt drunter. Ach, Teichi. Komm ich da hoch? Ah, warte, ich werde da eventuell hochkommen. Nee, ich glaub nie. Ach, das war ja wieder typisch. Ena musste sich ja verloren. Du machst es schon noch. Hol mir schon mal den Wegpunkt. Das ist doch zum Heulen. Ja. Ich hab ja den Wegpunkt vor uns nicht gekriegt. Ach doch, ich hab den da. Nimm mal mit dem. Guck mal hier, was ist für Karma verkaufen. Aha, einen Bogen. Einen Bogen, der nicht... Oder? Ist er besser? Ist es besser als mein Bogen? Bisschen. Nee, ist er nicht. Hat Zähigkeit, ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Ist das widerlich? Verloren orianische Juwelenbox, aha. Und eine Hasenpfote. Whatever. Die Hasenpfote ist besser als Accessoire, als meine jetzigen. So, hau mal da mal zweimal raus. Hau raus, Kapelle. Kurzbogen haben sie auch, wie ist denn der? Der hat auch Heilkraft, lecken. Bin auch hier nie. Wo sind wir denn hier? Gibt's doch nicht. Alter, ich hab hier noch Mir noch eine Axt in den Rücken geworfen, ey. Einen Level 46er Ring ausgerüstet und einen Level 57er Ring. Alter, was haben die für eine Reichweite? Ist ja zum Kotzen. Zum Kotzen? Ja, zum Kotzen. Na, ist ja scheiße, Teichi. Ja. Ziemlich. Seltene Beute. Was denn eigentlich überhaupt? Irgendein Ektoplasma-Art? Ach, bist du da? Ja, genau. Du gerade noch wiederverwerten. Kannst du doch nicht machen. Absch, aber jetzt. Ah, jetzt. Ein bisschen Glück snacken. Ich das wieder. Du snack mal ein bisschen Glück. Gut. Bidi boop, boop, boop. Nobody boo! Sind wir denn jetzt endlich da? Nein. Das hast du gar nicht zu entscheiden.
Mein Schicksal ist es, nicht zu verfolgen. Diese Brühe schwimmen hier, ist ja eklig. Das ist bestimmt nicht ganz so gesund. Nee, vor allen Dingen als Pflanze. Oh, Wegpunkt. Du sollst aber auch nicht alles trinken. Hier hat wohl jemand viel Geld ausgegeben für die Rüstung und das Schwert, oder? Na, das Schwert ist ein Legendary. Okay. Die Rüstung, keine Ahnung. Hat halt einfach geile Farben drauf gemacht, muss man ja, mal so sagen. Ja, das kann sein. Mithrilerz. Das ist es ja. Nur weil die Rüstung gut aussieht, heißt hier niemand, dass sie teuer gewesen sein muss. Ja, okay. Wenn du irgendwelche special holographischen Farben hast. Ja, aber wie gesagt, das Schwert war halt das eins der drei legendären Schwerter. Ah. Abgespaced. Beziehungsweise dürfte es jetzt ja noch mehr geben nach dem Update. Sollte es vielleicht noch. Ach, nicht kämpfen, komm halt. Für Bums gab's auch wieder Updates. Ja, Space Engineer Zeug. Ja, gab's ständig für irgendwas, auch für Ark gab's Updates. Ja. Und selbst für Magica gab's 1,8 GB Update. Ja. Greift die südlichen Docks von Ara mit den gekaperten Schiffen an. Dann müssen wir da erstmal auf die gekaperten Schiffe, bevor wir die Docks angreifen, oder? Ja, gehen wir doch bestimmt gerade hin, oder? Macht mal die Bude off hier, ne? Ne, unser Ding wird angegriffen hier. Muss das sein? Tut das denn Not? Immer die gleiche Scheiße mit euch. Haben wohl nicht damit gerechnet, dass wir gerade da sind, was? Nee. Nur zu, Kommandeur. Danke. Was habt ihr denn hier? Eine Titanenwaffe oder so? Jedenfalls so etwas Riesiges. No. Könnt ihr aufhören zu quatschen? Wir müssen Meldung machen. Meldung? Wir sind also Rang höher. Ha, schön. So wie sich das gehört. Wir haben die Schiffe, die Mannschaft. Ja, das ist das Schöne an Guild Wars. Du bist ja am Ende doch mal, sag ich mal, der Held, ne? Wie bei anderen Spielen manchmal, wo du zwar alles machst, aber andere dann die coolen sind. Ich bin bereit, die Auferstandenen in ihre untoten Hintern zu treten. Wie gehen wir's an? Wir segeln nach Süden und mischen uns unter ihre Galeeren. Die Auferstandenen werden uns für einen Teil ihrer Flotte halten, bis wir auf ihre Küstenartillerie feuern. Während wir segeln, lenkt Tintenblut die Bodentruppen der Auferstandenen mit einem Täuschungsmanöver ab. Kommandeur, ihr kommt mit Fel, Mary und mir an Bord des Flaggschiffs. Zod wird als Schütze auf dem Flaggschiff sein. Ellie wird der zweiten Galeone der Windschnitte zugeteilt. Wir müssen der unsere Windschnitte. Feuerkraft verteilen. Für den Fall, dass wir eines der Schiffe verlieren. Ich hab noch Milchschnitten. Lecker. Alles wird gut. Sie sind voll einsatzbereit. Milchschnitten und Kinderpingui. Einsatzbereit in dem Fall heißt, ein Leck mehr und die Kähne sinken wie Steine. Das reicht, ihr beiden. Na los. Die geschwollenen Ohren, Zod. Besorgt um mich. Guck mal, das ist unser Schiff. Ja, ich wollte gerade sagen, wir dürfen mit dem Drecksschiff fahren. Wir kriegen das ganz coole Schiff. Ja, das kräftigste. Das, was nicht sinken wird. Ja, genau. Wie auch immer diese Segel funktionieren. Das weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, so wie bei Fluch der Karibik, das eine Schiff da, was ohne alles hier von dem Tentakelmann. Ja, kann auch sein, ne? Da sind unten an dem Schiff so Entenfüße ganz viele, die paddeln. Ja, genau. Seid mir gegrüßt, Abenteurer, was? Willkommen an Bord, Kommandeur. Eili und Zod erwarten euch an Deck. Ah, gut.
Geh mal doch mal hoch. Welches Deck? Deck 13? 14? Zeit für eure Magie. Ach so, ihr habt nur ein Deck. Was für ein Kreuzfahrtschiff. Langweilig. Und der Rest ist pures Kaboom. Oh, schön. Könnt anfangen. Ach, verwenden. Ah. Muss ich hinschießen? Muss ich zielen oder darf ich einfach ballern? Ah, aber ballern. Jetzt wird's ernst. Draufballern, immer drauf. Immer draufballern. Ich seh nichts. Bitte hoch! Okay. Jetzt nicht, wir schießen mit Kanonen. Genau. Ach man, ich will aber noch nie aufhören. Arschkrampen. Wir sollen runtergehen, Teichi. Mir egal. Okay, ich halt nur. Muss noch ein paar Trebuchets zerstören. Ja, wo ist denn die Treppe? Ach, hier. Was ist hier? Ach, Schleim kommt. Wie geht's hier runter? Ach, hier. Ja, habe ich mir auch gerade gefragt. Und Schleims töten und den Glibber von den Schleimleichen mitnehmen und ihn auf die Löcher tun. Okay. Na, ich töte mal und du... Töte mal, ne? So, der letzte Glibberklumpen. Bitte. Zurück an die Kanonen, Kanonen, Kanonen. Ja, wo zieht meine Kanone hin? Kloppt oder was? Trieböcke sind ja für uns. Was ist das denn? Eichi, was ist das? Irgendwas. Töte es einfach. Der Kraken. Okay. Genau. Oh, hinter uns. Schiffe. Knallen. Oh, what the fuck? Beim Schlund ist heiß. Sie haben die Windschnitte ramponiert. Die Galeone wird sinken. So ist das. Ist halt so. Scheiß auf die Schnitte. Bin wieder da für kurze Zeit. Sie sinkt. Hallöchen. Willkommen zurück. Nicht sofort einnehmen, ist der Paktangriff zum Scheitern verurteilt. Die Leute verlassen sich auf uns. Nein, das ist Ellies Schiff. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir haben unsere Befehle und die Mission hat oberste Priorität. Ellie würde das verstehen. Zur Hölle mit unseren Befehlen und der Mission. Zur Hölle. Ellie braucht mich. Hölle, Hölle, Hölle. Ich lasse sie nicht im Stich. Ruhe jetzt, Agent Zott. Dieses Flaggschiff wird seinen Weg zum Orianischen Hafen fortsetzen.
Der Pakt muss dieses Territorium besetzen. Und dies ist unsere einzige Chance. Allerdings gelingt die Mission auch ohne euch oder mich. Wrecking Jane, überlasst unsere Posten Fell und Mary. Trefft euch mit Tintenblut, wenn ihr die Küste erreicht. Zod und ich gehen zur Windschnitte. Falls es Überlebende gibt, holen wir sie raus und treffen euch dort. Danke, Kommandant. Na dann gehen wir, Taichi. Ich fahr mit an Land. Ja, bis dann. Tschüss. Hast ja nur von dir gesprochen. Außer Reichweite. Naja, war ja klar. Ich glaube, wir müssen schwimmen, oder? Wir müssen schwimmen, oder? Taichi? Ich glaube, wir müssen schwimmen. Ja, dann schwimmen wir halt mal rüber. Kann man sie in so Kanonen stopfen lassen können? Hier ist echt viel Gegröße im Wasser. Hier an der tiefsten Stelle ging es unter, ja? Natürlich. Ich weiß gar nicht, ist es schon untergegangen? Ja, ja. Oder ist das über uns? Nee, es ist, glaube ich, schon untergegangen. Oder? Meinst du? Er hat gesagt, wir müssen an der Stelle suchen, wo es untergegangen ist. Hat er das? Ah, da. Oder? Hier ist nichts. Vielleicht doch oben? Wäre jetzt doof, wa? Dann schwimmen wir halt wieder hoch, ist doch kein Ding. Rettet die Mannschaft. Ich glaube, da oben ist es doch. Ey, guck mal, da oben ist doch noch so ein Schiff. Oder? Das ist so ein Tentakelschiff. Hier sind sie doch. Aua, pass doch mal auf, wo du hinschießt. Soll ich die Mannschaft retten? Weiß ich auch nie. Kann ich machen. Excelsior. Ach so, er belebt sie gerade wieder irgendwie oder so. Ah, jetzt. Sieht nur all die hübschen. Achtung. Genau. Ich bin bereit, Kommandeur. Deine Mutter. Viele Soldaten und beenden wir diesen Kampf endgültig. Na dann, aufs frohe Wiederbeleben. Möglichst viele Soldaten retten. Also alle. Nee, ist ja egal, wir können ja auch wieder zurückschwimmen. Es gibt ein Delay, Trissy. Allerdings, es könnte durchaus sein, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bevor wir das gemerkt haben. Wir spielen ja hier das Spiel und der Chat ist hier nur auf dem zweiten Monitor offen. Und ich guck da jetzt auch nie. Komm, lass zurückschwimmen jetzt. Ja. Ich guck da jetzt auch nie durchgängig rein, deswegen kann es sein, dass nicht es einfach Marius eine Weile gedauert hat, bevor wir das gelesen haben. Und nach 6,5 Stunden Stream wird man dann auch langsam ein bisschen unaufmerksam. Was? Niemals. Niemals? Ah, hier kommt man natürlich wieder mal nicht durch. Das war ja wieder typisch. Ja, zwei Monitore und dann steht hier noch das iPad. Da habe ich vorher den Stream noch laufen gehabt und den Chat eigentlich, aber das ist jetzt alle. Und ich sag dir, zwei Monitore sind eigentlich zu wenig.
Wir müssen dieses Gebiet da ich auf den anderen Monitor jetzt noch zweimal OBS laufen habe, immer fürs Aufnehmen, immer fürs Stream. Und dann halt den Chat, da ist der Monitor auch voll. Und TS noch, da ist der Monitor auch voll. Eigentlich bräuchte ich noch einen, wo ich komplett den Chat ein bisschen größer, der ist echt zu klein eigentlich, aber naja. Erstmal noch nicht. Zwei Monitore sind schon gut. Glaub mal, da kann man zum Beispiel Guild Wars spielen und nebenbei noch irgendwie auf Netflix oder was eine Serie laufen lassen oder so. An diesen Luxus gewöhnt man sich sehr, sehr schnell. Was macht denn der jetzt? Heb halt so ein scheiß Bündel auf. Was mach ich denn damit? Achso, die schießen dann jetzt dorthin. Okay, wir müssen das hier reinwerfen wahrscheinlich. Artillerie! Gibt's noch mehr Bündel? Oder haben wir die jetzt alle verdallert? Keine Ahnung, ich glaube, die sind alle weg. Ja, ich glaube auch. Ja, nee, ich habe nur einen PC und Laptop und ein Tablet und ein Handy. Und eine Playstation und aber ich bin ja auch nicht mehr in der 8. Klasse, sondern Arbeitnehmer und bin selber dafür verantwortlich, wo ich mein Geld reinstecke. Und da ist nun mal mein, das herbekommst. Ja. Und da es nun mal mein Hobby ist, so ein bisschen, ne, kann man auch ein bisschen Geld reinstecken. So sieht's aus. Kannst du nicht hier irgendjemanden anlabern, der noch neue Bums? Oh, warte. Keine Ahnung. Das sind nämlich echt viele Gegner, die hier noch sind. Ja. Ach, hier sind wieder welche bei dem neuen Trebuchet hier. Ah. Nimm halt so ein Ding jetzt! Ah ja, hast du schon hingezaubert, sehr gut. So, jetzt sind's ja nicht mehr viele. Ja, okay. PC teilen muss ich nicht. Es ist schon meiner. Meiner einer, aber da ist ja auch, ne, viel Geld reingeflossen und wohne ja auch alleine. So, hast du die letzte Signalfackel mitgenommen? Ich hab noch eine, ne? Gut. Ich kann da mal reinfackeln. Ja, die Signalfackeln helfen schon ein bisschen. Ja, aber ja. Haben wir Sort noch dabei oder ist der irgendwo im Dreck? Liegt der irgendwo im Dreck? Nee, schon? Der macht gerade das letzte Trebuchet da down. Ah, okay. Trieböcke. War jetzt der letzte Gegner, das sollte eigentlich gleich.
Okay. Bitte. Hier kommt der letzte. Boom. Komm, mach Boom, geht doch. Hey, komm, dann können wir ruhig mal Slash jubeln eingeben. Hey. Ihr habt es geschafft. Ein Hoch auf eure Mondaugen. Ihr seid ein Held. Ein Hoch auf eure Mondaugen. Der Kommandeur hat viel beigetragen und ihr seid auch. Oh nein. Jod. Der Schütze befehligt sie. Schaltet ihn aus und sie sind führungslos. Geht's ab, die Ellie. Haben wir noch so ein Ding? Ich hab noch. Nee, schade. Ich oh, dann mach ich mal da vorne drauf da. Weiß nicht, ob das noch geht, aber... Ja, kam noch geflogen, aber hat nie getroffen. Hat nie getroffen, nee, schade. Stellen wir mal ein paar Banner hin. Oh ja, oh ja. Ich werde mich erstmal heilen kurz. Ist eine Idee. Na, ja, nur. Wo ist denn der Pimmel? Dass Ellie den noch nie tot gemacht hat. Nee. Ein Porter also. Okay, down. Das war leicht. Ja, unten stand keiner und gesagt hat sie niemand. Ja. Okay, haben wir jetzt Fuß gefasst hier, ja? Die Operation ist ein Erfolg. Abmarsch, Leute. Scheint so. Warum haben wir die Triebbox kaputt gemacht? Die haben doch in die andere Richtung geschossen. Nee, die haben eigentlich schon auf uns geschossen, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wuhu, wahrscheinlich auf unserer Hauptbasis haben sie geschossen oder so, was? Don't know, da kommt Trehörn! Wo? Eihorn, da. Gut gemacht, Kommandeur. Ein bittersüßer Sieg, aber sehr wichtig. Euer Erfolg in dieser Schlacht bedeutet, dass sich der Pakt endlich Saitan stellen und bei Ara zuschlagen kann. Reckon Jane, Ellie, ihr habt mein tiefes Beileid. Agent Zod starb wie ein Held. Und sein Opfer wird nicht vergessen. Ebenso ein Pfeil und Kleid tot. Ja. Zod wird uns kleines fehlen. Wesen gewesen. Er war ein kleines Wesen gewesen. Guter Freund. Ein jähzorniger alter Spinner war er. Und das wisst ihr, Kommandeur. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich glaube, ich wusste nicht wirklich, was es bedeutet, für Tyria zu kämpfen. Es hieß einfach, jetzt ist Krieg und es gibt kein Zurück. Ich wusste nicht, was Krieg bedeutet. Klingt dann total Krieg. Aber jetzt weiß ich es. Krieg bedeutet Verlust, Schmerz und Traurigkeit, aber auch Hoffnung. Ich werde weder aufgeben noch umkehren. Sogar als Zod dachte, ich sei tot, suchte er noch nach mir. Ich werde ihn auch am Leben erhalten. Mit meinen Erfindungen. Genau dazu habt ihr jetzt Gelegenheit. Der Pakt wird ebenfalls nicht umkehren. Wir werden Saitan besiegen. Und zwar ein oder dabei untergehen. So traurig. Nee, eigentlich nie. Ne Hose. Eine Hose? Boden. Und ein Haufen Geraffel. Wieder. Ja.
Seltene Beute. Seltene Beute, wieder ein Haufen Blutsteinstaub. Okay. Zaubern, entzaubern, zack mal. Ja, hier keiner den Scheiß. So. So, dann können wir ja wieder raus da. Oder? Raus da. Wo müssen wir diesmal hin? Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Bevor noch irgendein Unglück passiert. Ein Unglück? Okay. Wir haben gerade entweder ein Follow oder so bekommen. Denn im Stream steht jetzt hier dieses komische... Ja, Twitch Alerts hat irgendwelche Probleme in letzter Zeit. Da steht dann immer so ein Scheiß im Stream. Verzeiht das bitte. Habe ich die Follows mal ausgemacht. Aber wie gesagt, wir werden jetzt erstmal wieder Boys schon machen. No! Und beim nächsten Mal weiter. Da werden wir hoffentlich endlich mal Zeit dann erledigen. Ich habe ja jetzt noch einen Schichtblock und dann Urlaub und da werden wir schon mal nochmal Gelegenheit finden. So? Ja, aber sicher doch. Mit Sicherheit. Alles klar. Dann auch auf Twitch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass er dabei war, dass ein paar wieder aktiv waren im Chat. Und. Jo! Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Zum nächsten Mal. Tschüss. Rio mit O. Ciao.